Wie soll also ein Tag eines fastenden Muslims aussehen? Fangen wir an mit Salatu Subh, mit dem Morgengebet. Du wachst auf vor dem Morgengebet. Vor dem Morgengebet. Im letzten Drittel der Nacht steigt Allah Azza wa Jal zum Himmel der Erde hinab, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, und sagt: Gibt es Leute, die um Vergebung bitten, so werde ich ihnen vergeben. Gibt es Leute, die eine Angelegenheit haben, so werde ich sie erledigen. Das heißt, die beste Zeit, Allah anzuflehen und zu bitten, ist dieses letzte Drittel der Nacht. Wie berechne ich das? Ich nehme den Sonnenuntergang bis zur Morgendämmerung. Machen wir jetzt ein bisschen eine Mathe. Also, Al-Fajr ist, Sonnenuntergang ist wann? 20.30 Uhr. Pi mal Daumen, ja? Und Al-Fajr, also die Morgendämmerung, ist Pi mal Daumen um 4 Uhr. Das sind wie viele Stunden? Mathematiker an die Front. 7,5 von Maghrib, ja? Bist du dir sicher? Sehr schön. So, und 7,5 durch 3 ist was? Allahu Akbar. 3,75? Auf jeden Fall. Also, wenn du 7 Stunden hast, dann teilst du sie in 3 Teile auf. Ja? Genau, das sind 2 und ein paar zerquetschte. Das heißt, 2 Stunden vor dem Fajr-Gebet, also um 2 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens, das ist die goldene Zeit, um Allah anzuflehen. Das sollte jeden Tag dein Termin sein. Du musst nicht von 2 bis 4, du kannst auch eine halbe Stunde nur vorher, ja? Zum Beispiel von 3.30 Uhr bis 4. Du musst also nicht die gesamten 2 Stunden durchmachen. Ja, was mache ich da? Allah anbeten, beziehungsweise bitten. Dua, viel Dua. Gebetet hast du ja, ja? Das werden wir ja gleich nochmal sehen. Du sitzt da, hebst deine Hände hoch, und sagst so: Allah, vergib mir und gib mir einen guten Job und was weiß ich, was leite meine Kinder recht und mich recht, heile meine Eltern und mich und bitte Allah, was du willst. Dann planst du natürlich ein, dass du nach dieser Phase des Duas, dass du dann essen wirst. Ja, sogenannte Sahur. Weil Rasul alaihissalatu wassalam sagte: Esst zum Sahur, also zu dieser Zeit, denn darin ist Segen. Das heißt, sagen wir mal, du stehst um 3 auf, machst Dua und dann um 3.30 Uhr gehst du dann was essen oder so, ist egal. Das Sunna ist, 7 Datteln zu essen zum Sahur oder überhaupt immer. Auf jeden Fall, aber du kannst auch Cornflakes essen oder was weiß ich, was esst, was ihr wollt, was halal ist, ja. Aber bitte nicht zu salzig, dann wird es lustig den ganzen Tag über. Ja? Auf jeden Fall, dann kommt Salatu Subh in die Moschee, wenn es geht. Nein, ich kann nicht. Okay, kannst du nicht. Aber es wäre besser in die Moschee und von dort zur Arbeit, wenn du kannst. Wenn du kannst. Wenn du sagst: Nein, meine Arbeit ist zu schwer und ich werde müde und so. Oh, alles klar. Du sollst nicht übertreiben. Aber wenn du es kannst, sei bitte nicht zu gemütlich im Ramadan. Salatu Subh. Wer in der Lage ist, bis zum Sonnenaufgang wach zu bleiben, sollte das tun. Denn das ist Jackpot. Wer Salatu Subh betet und wach bleibt bis zum Sonnenaufgang und Viertelstunde danach, also wenn Sonnenaufgang 6 Uhr ist ungefähr, also Viertel nach, 20 nach 6, ab dann bis vor Dhuhr kannst du das beten, 2 Raka'a betet, am besten natürlich nach Sonnenaufgang, der bekommt den Lohn, als ob er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Pilgerfahrt, die große und die kleine Pilgerfahrt vollzogen hat. Eine Riesenbelohnung. Verschlafen wir immer.
Wer das nicht täglich kann, jeden zweiten Tag, wer es nicht jeden zweiten Tag kann, dann jeden dritten Tag, wer es nicht kann, einmal die Woche. Hauptsache, dass nicht Ramadan vergeht und du hast das niemals gemacht. Das wäre sehr schade. Aufgewacht, du gehst zur Arbeit, du schläfst, ist egal, was du machst. Du gehst zur Uni, zur Ausbildung. Dann kommt vor Dhuhr das Duha-Gebet. Das, also ein freiwilliges Gebet. As-Sunnah ist, Rasul alayhi salatu wassalam hat es mit 8 Raka'a gebetet. Wenn du in der Lage bist, also 8 Raka'a zu beten, das ist also, wie gesagt, nach Sonnenaufgang bis eine halbe Stunde ungefähr vor Dhuhr. Denn kurz vor Dhuhr soll man keine freiwilligen Gebete beten, weil die Sonne im Zenit ist und da beten die Sonnenanbeter die Sonne an und da soll man das nicht nachahmen. Also sagen wir mal bis 12.30 Uhr. Das heißt, du kommst um 12 Uhr, betest deine 8 Raka. Zum Beispiel oder um 11, um 10.30 Uhr. Wann ist Knoppers? Um 9:30 in Deutschland, ne? Genau. Da machst du dann, Knoppers kannst du dann nicht essen, aber woher kannst du dann beten? Dann geht es weiter mit 4 Raka Sunna vor Dhuhr und 4 Raka Sunna nach Dhuhr. Und immer wenn wir hier 4, 8 und so weiter sagen, dann heißt das, du betest 2 Raka, dann 2 Raka, dann 2 Raka. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam die freiwilligen Gebete gebetet. Also nicht am Stück, sondern immer 2 und dann beendest du, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah, stehst du wieder auf und so weiter und so fort. Wenn es geht, in der Moschee natürlich. Versuch so gut du kannst. Ich arbeite, bin in der Schule, okay, kein Problem, dann eben da, wo du beten kannst. Dann haben wir Salatul Asr, 4 Raka'a Sunna vor Salatul Asr, dann betet man Salatul Asr. Ab und zu, das muss nicht jeden Tag sein, wenn du mal Zeit hast, du arbeitest an einem Samstag nicht, an Sonntag nicht, unter der Woche nicht, versuch mehr zu beten. Mehr zu beten. Das heißt, von Dhuhr bis Asr wird durchgebetet. Allahu Akbar bis fertig, Salamu alaikum, steh auf. Allahu Akbar bis fertig, Salamu alaikum, steh auf. Allahu Akbar. Von Dhuhr bis Asr zum Beispiel. Übertreib's mit dem Gebet. Du willst doch dich ändern oder nicht. Du willst dich reinigen. Also brauchst du eine Überdosis an Ibadah. Das musst du nicht täglich machen. Mach's einmal, zweimal, dreimal. Bei solchen Sachen können wir keine exakte Angabe geben, ja, eine bestimmte Anzahl. Jeder, wie er es kann. Zwischen Dhuhr und Asr ist zu lang. Ach, dann mach halt ein paar Raka'at, ist ja egal. Hauptsache, komm aus diesem Rhythmus heraus, den du das ganze Jahr lebst. Es wird nie mehr gebetet. Nein, diesen Ramadan soll sich das Leben ändern. Also bete ich jetzt ein bisschen mehr als sonst. Du betest Asr. Nach Asr darf man nicht beten. Das ist eine Chance für eine andere Ibadah. Koran lesen natürlich. Zum Beispiel. Oder Adhkar. Versuche diese 5 Adhkar, die ich jetzt erwähne, täglich mehrmals aufzusagen. Wenn wir hier von mehrmals reden, reden wir über 100. Ja? Aha, Bid'ah. Nee, ist keine Bid'ah. Ich habe keine Anzahl genannt. Sondern du sollst so viel aufsagen, wie du kannst. Abu Huraira rahimahullah sagte, ich habe 4000 Mal täglich Allah um Vergebung gebeten, gemäß meiner Schuld. Abu Huraira ist das, radiyallahu anhu. Das heißt, es gibt keine bestimmte Anzahl. Nur weil wir zu wenig machen, haben wir eine Allergie gegen zu viel machen. Ja, aber das ist ja nicht islamisch. Ja. Welche 5 Adhkar? Erstens, La ilaha illallah. Das ist ein Dhikr, sollte man täglich immer machen. La ilaha illallah. Gibt es natürlich, wie du möchtest, Version. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Oder ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Nein, ich meine nicht, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Yuhyi wa yumit, wahu hayyun la yamut, biyadihi al-khayr. Und es gibt viele Versionen. Bleiben wir bei la ilaha illallah. Ja? Einfach. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Und dabei sollst du auch verstehen, was es heißt. Das heißt, wenn du la ilaha illallah sagst, dann heißt das, es gibt niemanden, der mich heilt, außer Allah.
La ilaha illallah. Es gibt niemanden, der mich versorgt, außer Allah. La ilaha illallah. Es gibt niemanden, den ich bitte um Unterstützung, außer Allah. Und so weiter und so fort. La ilaha illallah, damit ich auch verstehe, was ich hier sage. Und bitte bei diesen Adhkar nicht in diesen siebten Gang, la ilaha illallah, und dann versteht kein Mensch was, sondern immer mit der Ruhe. La ilaha illallah. Und laut, sodass du es hörst. Sodass du musst jetzt nicht schreien, aber sodass du es hörst. Weil einige bewegen selbst nicht mal ihre Zunge. Sag, ich mache jetzt Dhikr. Ja, und jetzt? Ja, ich habe jetzt Dhikr. Ja, du hast gedacht, du hast nicht gesprochen. Die Zunge nicht zu bewegen, nennt man Denken. Ja? Aber du sollst nicht Allah, gut, das heißt zwar gedenken, aber es heißt, das bedeutet, du sollst es aussprechen und nicht nur im Hirn denken. Also aussprechen ist wichtig. Zweitens ist Istighfar. Allah um Vergebung bitten. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Und bei jedem Mal denk an eine Sünde, die du begangen hast. Jedes Mal an eine Sünde, die du begangen hast. Also nicht einfach Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sekunde, Sekunde. Astaghfirullah für was? Erinnere dich an eine Sünde und dann sagst du Astaghfirullah. An die nächste Sünde? Astaghfirullah. Oder ein und dieselbe Sünde mehrmals. Astaghfirullah. 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 Damit wird dein Herz gereinigt. Und genieß diesen Ausspruch. Al-Istighfar. Drittens, Al-Baqiyatu Salihat. Das sind die bleibenden guten Worte. Al-Baqiyatu Salihat. Was ist das? Ja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Das heißt, und es gibt die Version, dass du sagst, wa la hawla wa la quwwata illa billah, darüber reden wir aber sowieso gleich. Also du sagst, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Dann la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah bedeutet, keine Macht und keine Fähigkeit ist vorhanden, außer durch Allah. Es bedeutet, du sagst, oh Allah, ohne dich bin ich verloren. Das heißt, la hawla wa la quwwata illa billah. Und so musst du es auch spüren. Wenn du sagst, la hawla wa la quwwata illa billah, dann musst du es wirklich rufen, von deinem Herzen heraus muss es schreien, oh Allah, ich brauche dich. Das heißt, la hawla wa la quwwata illa billah. Hilf mir, rette mich, ich kann nicht ohne dich. Das ist la hawla wa la quwwata illa billah. Auch das sehr oft wiederholen. Nochmal sehr oft, über 100. As-salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Und das machst du dann auch über 100 Mal. Und wieder nicht zu schnell. Ja, sallallahu sallam. Ja? Also irgendetwas, was man nicht versteht. Wie viele haben wir jetzt? Gut, la ilaha illallah bringen wir mal in die Baqiyat Salihat, weil da ist es schon. Also, as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Istighfar, Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Was haben wir noch? Afwan? Al-Baqiyatu Salihat. Fünftens, Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah al-Azim. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Ausdrücke, leicht auf der Zunge, schwer auf der Waagschale, beliebt bei deinem Herrn, Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah al-Azim. Diese fünf Adhkar sollten tägliche Kost sein für dein Herz. Täglich. Und teils auf, zum Beispiel sagst, okay, du hast doch Zeit von Al-Fajr bis zum Sonnenaufgang. Selbst wenn du auf die Arbeit gehst, ja, du hast Subh gebetet, in der Moschee oder daheim, du gehst jetzt in den Bus,
dann sagt dieser Adhkar, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah. Ja, die Leute werden mich schief anschauen, ja und jetzt? Es gibt viele Leute, die man schief, muss es jetzt nicht rausschreien im Bus, ja? Aber du, die Zunge musst du bewegen. Selbst wenn man es nicht hört, zumindest die Zunge bewegen. Dieser Adhkar, also wie gesagt, musst du nicht, aber solltest du täglich aufsagen. Abgesehen von den Adhkar zum Morgen und zum Abend. Und deswegen brauchst du, so wie du einen Koran brauchst im Ramadan, brauchst du einen Hisnul Muslim. Wer kein Hisnul Muslim hat, soll sich das besorgen, bitte. Gibt es im Internet, gibt es zum Kaufen, gibt es überall. Ja? Als App, wie ihr wollt. Aber ich empfehle euch, keine Apps, keine PDF-Datei im Handy. Weil es kann sein, dass wir nicht diszipliniert genug sind. Nimm das Buch in die Hand. Wir haben ja genug Zeit, kannst immer noch bestellen im Internet. Ja? Also, auf jeden Fall, dieses Buch ist wichtig, weil es dir die Adhkar erklärt oder aufzeigt, die du benötigst im Ramadan. Also wo waren wir? Wir waren dann bei Salatu al-Asr, Koran lesen, Dhikr machen, je nachdem, beten können wir nicht. Dann kommt Sonnenuntergang. Beim Sonnenuntergang, wenn ich in der Moschee beten kann, dann sollte ich in der Moschee beten, wenn nicht, dann geht es eben nicht. Und sobald die Sonne untergeht, also sobald Adhan ist, sobald die Gebetszeit eintritt, soll ich dann mein Fasten brechen und natürlich den Dhikr dabei sagen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der das Fasten bricht, hat Bittgebete frei, die Allah erhört. Also bitte Allah subhanahu wa ta'ala, verlange von ihm, was du auch möchtest. Und dann lass es dir schmecken, ja, mit dem Abendessen. Und dann geht es weiter zur Moschee, zum Tarawih-Gebet. Man betet mit dem Imam, bis er fertig ist. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer mit dem Imam betet, bis er fertig ist oder bis er seinen Platz verlässt, dem wird Allah, der bekommt den Lohn, als ob er die ganze Nacht gebetet hat. Das heißt, du bekommst den Lohn, als ob du Qiyamul Layl die ganze Nacht durchgemacht hast. Und dann, wenn du eben danach schlafen gehst oder noch mehr beten möchtest, Koran lesen möchtest, das ist dir überlassen. Und dann haben wir wieder das letzte Drittel. Und so sollte ein Tag eines Fastenden sein, voll gepumpt mit Ibad. Und noch einmal, wenn ich auf der Schule bin oder auf der Arbeit bin, kann ich trotzdem viele Ibadat machen. In der Pause kann ich meine Adhkar aufsagen, kann ich ein bisschen Koran lesen. Wenn ich einen Gebetsplatz habe, kann ich ein bisschen beten. Also lasst euch diese wunderbaren Ibadat nicht entgehen, nur weil ihr arbeitet oder weil ihr an der Uni seid oder eine Ausbildung, bei der Ausbildung oder sowas ähnliches. Denn die Ibadat sind das A und O. Dieser Plan sollte eigentlich das ganze Jahr stattfinden. Normalerweise. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.